Das Trainingslager 2016 für uns in Südafrika war genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir waren ja bereits im letzten Jahr hier, haben hervorragende Erfahrungen gemacht und haben uns aus diesem Grund frühzeitig entschlossen, wieder herzugehen. Alles, was wir uns erwartet haben, ist eingetroffen. Hervorragende Bedingungen, stabiles Klima, guter Testspielgegner und wirklich harte, intensive Einheiten. Es war vom Umfang vielleicht das intensivste Trainingslager der letzten Jahre, aber nichts anderes wollten wir, um uns auf diese so elementar wichtige Rückrunde vorzubereiten. Was ich zu Transfers sagen kann, dass wir in vielen Gesprächen sind. Der Markt ist in Bewegung, das spürt man deutlich jetzt Mitte Januar. Es ist kein Vollzug zu vermelden. Ich kann nur sagen, wir halten die Augen offen und gucken wirklich, ob wir da ganz gezielt vielleicht für unseren Kader die ein oder andere Position noch verstärken können. Aber das Wichtigste für uns wird sein, dass wir die vorhandene Qualität, die wir in unserer Gruppe haben, regelmäßig, konstant auf den Platz kriegen. Das war sicher das größte Problem in unserer Vorrunde. Ja, die Zielsetzung für die Rückrunde für uns ist ganz klar, wir müssen in der Liga bleiben, wir haben die Qualität dazu. Ganz wichtig wird sein, dass wir unsere Spieler, die wir jetzt schon da haben, in einen Zustand bringen, dass sie regelmäßig ihre vorhandene und bereits nachgewiesene Qualität abrufen können. Für uns geht es sofort los mit einem harten Programm. Es gibt keinen gemütlichen Einstieg in irgendeiner Form. Uns erwartet sofort Bayer Leverkusen, danach Bayern München. Das heißt, wir müssen direkt am 23. voll auf Sendung sein. Die Grundlagen haben wir in den ersten zwei Trainingswochen jetzt gelegt. Jetzt wird gezielt an Dingen wie Spritzigkeit, taktische Feinanstimmung und so weiter in der letzten Woche gearbeitet und dann sind wir bereit.